Frau Schiffer, im Zuge des Ukraine-Konfliktes gibt es eine weitreichende Debatte über den medialen Umgang mit Russland und mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Gibt es hier denn tatsächlich Probleme? Sehen Sie hier Probleme in der Berichterstattung als jemand, der ja die medialen Diskurse beobachtet und analysiert? Ja, die Medienberichterstattung ist auffällig einseitig, vor allen Dingen die Nachrichtenformate, die Dämonisierung Putins, die Idealisierung der ukrainischen sogenannten Übergangsregierung. Inzwischen hat ja eine Wahl stattgefunden, aber bereits vorher wurde nicht kritisiert, wie diese Übergangsregierung zustande gekommen war und so quasi der legitime Präsident außer Landes. Die Zuweisungen von Negativen, von Gewalt sehr schnell auf die Regierung Janukowitsch war auffällig oder eben auf Putin oder angeblich pro-russische Kräfte. Das sind so Begriffe, Benennungen, wo man nicht genau weiß, die Leute, die sich da gegen diese Euro-Orientierung stellen in der Ukraine, machen die das aus pro-russischen Motiven? Sind das antifaschistische Kräfte? Das müsste man eigentlich alles genauer anschauen und analysieren. Mhm. Und jetzt wäre man sehr schnell dabei, habe ich den Eindruck, das zuzuweisen und Putin so als dunkle Gestalt im Hintergrund, die da irgendwie die Fäden zieht, darzustellen. Nun sprechen wir heute ja miteinander, weil Sie auf der Homepage Ihres Institutes eine Bachelorarbeit publiziert haben, veröffentlicht haben. Darin geht es um eine Diskursanalyse des medialen Diskurses über Wladimir Putin und den US-amerikanischen Präsidenten Barack Obama. Diese Arbeit von Miriam Zwingli aus München kommt ja doch zu recht klaren Ergebnissen. Fassen Sie die doch bitte mal kurz zusammen. Ja, Miriam Zwingli untersucht in ihrer Bachelorarbeit den Diskurs von Süddeutscher Zeitung und FAZ, und zwar ungefähr zu dem Zeitpunkt, als der Raketenabwehrschirm im Gespräch war, der zwar technisch für wenig realisierbar eingeschätzt wird, aber in beiden Medien relativ positiv dargestellt wird. Und in dieser Analyse vergleicht sie eben die Darstellung Putins und Obamas. Und es ist sehr einhellig, durchgängig und zeigt auch, dass wir da so eine gewisse Tradition haben. Die negative Darstellung Putins und die sehr positive Darstellung Obamas. Und das alles 2-3 Jahre vor der aktuellen Krise. Ganz genau. Also da stehen wir in einer gewissen Tradition. Man könnte sagen, das Feindbild Russland oder eben jetzt personifiziert durch Putin hat lange existiert und ist jederzeit reaktivierbar. Das können wir momentan sehen. Und die Idealisierung auf der anderen Seite der US-Politik oder eben Obamas als Person ist genauso auffällig und hat eine genauso lange Tradition. Also eine gewisse Kritiklosigkeit gegenüber US- oder auch europäischer Politik, also westlicher Politik. Zu welchen Ergebnissen ist die Autorin Miriam Zwingli dann hier gekommen? Also Frau Zwingli vergleicht den Diskurs auf mehreren Ebenen. Zunächst mal so was Wortwahl anbelangt und stellt fest, dafür muss man vielleicht noch den Kontext klären, die faktische Grundlage, wenn man sich anschaut, welches Land am meisten in der Welt politisch präsent ist oder militärisch präsent ist, dann ist das eindeutig die USA mit über 1000 Militärbasen weltweit im Vergleich zu 25 auf russischer Seite. Trotzdem, also unabhängig von diesem Faktum, wird Obama gerne mit als Visionär, als Träumer, mit Perspektiven, als jemand, der quasi hier die Zukunft sichern will, also ganz positiv konnotiert, während Putin als Machtmensch monosimiert wird oder eben zum Beispiel ihm Sowjetrhetorik, alte Sowjetrhetorik und eben Machtpositionen und Großmachtträume unterstellt werden. Das sind alles Zitate jetzt aus der Arbeit, die Frau Zwingli aus den Zeitungen gefunden hat. Genau, sie hat eben sowohl in FAZ als auch in Süddeutscher Zeitung diese begrifflichen Zuweisungen eindeutig gefunden und auch auf anderen Ebenen dann gezeigt, dass also
beispielsweise, wenn Fakten aufgetreten sind, die nicht den Erwartungen entsprochen haben, dann wurden sie gerne durch Modalpartikel, durch bewertende sprachliche Elemente wieder eingeordnet in den Frame, in den Rahmen, den man ganz offensichtlich erwartet hat. Verständlicherweise, jemand handelt verständlicherweise. Genau, auf die eine erwarteten. Die erwarteten Dinge waren dann verständlicherweise, es war so, und die unerwarteten Dinge wurden dann mit so Markern wie sogar, erstaunlicherweise, also bei Putin, ihm wurde sogar das Recht eingeräumt, bestimmte Dinge zu tun oder zu sagen, das Recht, das offensichtlich Russland hatte, aber es passte offensichtlich bestimmte Verhaltensweisen nicht in die Erwartung, und dann wurde es eben mit dem sogar irgendwie so als besonders merkwürdig dann im Grunde genommen dargestellt. Das durchzieht sich durch den gesamten Diskurs. Eines der Themen, an die ich mich erinnere, ist die Reihenfolge, in der die USA und Russland genannt werden. Was hat es denn damit auf sich? Also Reihenfolgebeziehungen sind immer total interessant und wichtig zu analysieren in der Mediendarstellung. Wer wird als Akteur, als Agierender, wer wird als Reagierender dargestellt? Wer bekommt sozusagen den Subjekt- und den Objektstatus? Und da ist eben auffällig, wenn es um, also normalerweise gibt es so eine Relation, USA ist vorne, Russland hinten. Aber wenn es zum Beispiel um extrem negative Dinge geht, dann ist auch gerne mal Putin in der Subjektposition. Was wir übrigens jetzt momentan in der Ukraine-Berichterstattung sehr gut auch wieder sehen können, dass er quasi als Subjekt, als handelndes Subjekt bei den sogenannten pro-russischen Kräften in der Ukraine immer schnell dargestellt wurde, ohne dass das genauer untersucht war eigentlich. Also im Grunde genommen ist das, was wir gerade sehen in der Berichterstattung, nichts Neues. Es ist etwas, das lange vorbereitet wurde schon. Ja, vorbereitet klingt so nach Bewusstsein und Intention, ne? Das mag man ja gar nicht unterstellen. Ich nenne das eher Tradition, Darstellungstradition. Und ich fürchte, dass vieles ganz unbewusst läuft. Und dass man darum auch so schwer an die Dinge angreifen kann. Also wenn man teilweise sieht, wie man sich auf den Webseiten, auf dem Blog zum Beispiel von ARD aktuell rechtfertigt für bestimmte Darstellungen, dann gut, merkt man, jetzt kann man nicht mehr von unbewusst sprechen, weil die Dinge, die Themen sind ja auf den Tisch gekommen, zum Beispiel falsche Videos, die veröffentlicht wurden oder andere Manipulationen. Aber die Verteidigung dessen oder die zum Beispiel Bezeichnung der Militärs, die in der Ukraine gefangen genommen wurden als OSZE-Beobachter, wird massiv verteidigt, obwohl es faktisch falsch ist. Und die Dämonisierung Putins geht relativ unwidersprochen. Es gibt dann in Magazinen gerne mal recherchierende Beiträge, die dann dem widersprechen. Zum Beispiel das ZAP-Medienmagazin, in dem es Gabriele Krone-Schmalz, die ehemalige ARD-Moskau-Korrespondentin, interviewt hat, die ja sehr eindeutig auf diese Stereotypen und diese alte Tradition und die Fortsetzung jetzt in diesen sprachlichen Zuweisungen hingewiesen hat. Aber das verhallt irgendwie. Ich habe den Eindruck, dass auch die Erkenntnisse, die Aufklärung der eigenen Magazine im selben Sender nicht die eigenen Nachrichtenredaktionen erreichen. Auf der anderen Seite hat, Sie haben das gerade auch erwähnt, der Nachrichtenchef der ARD im Blog von Tagesschau war es, glaube ich, sich mit der eigenen Berichterstattung auseinandergesetzt und sie quasi verteidigt. Wenn man sich aber die Leserforen ansieht bei Leitmedien wie Tagesschau oder auch Spiegel Online, dann gibt es dort ja massiven Widerspruch, der inzwischen auch schon mit Verschwörungstheorien begründet wurde. Putin würde hier Leute bezahlen, die für 40 Euro am Tag, hieß es glaube ich, in deutschen Foren sich umhertreiben und dort eine bestimmte Meinung vertreten. Aber jetzt mal unabhängig davon, gibt es denn hier einen Unterschied, eine Kluft, die sich auftut zwischen der veröffentlichten Meinung und der öffentlichen Meinung? Also sehen wir hier das Phänomen, das beispielsweise Noam Chomsky schon vor Jahren, Jahrzehnten beschrieben hat? Ja, ich glaube, an dem Beispiel hier wird das irgendwie eklatant. Und es ist fast erstaunlich, weil ich den Eindruck habe, dass sich viele Menschen da kritisch äußern, die gar nicht sich bis dato mit solchen Themen befasst haben. Es ist einfach so extrem einseitig, dass es eben vielen Menschen auffällt. Das kann gar nicht sein, dass man bei einem Schuss auf dem Maidan sofort weiß, wer für diesen Schuss verantwortlich war. Da ist der Böse, da ist der Gute, aber es wird schon so berichtet, faktizierend, und das stößt den Menschen auf. Viele Menschen sind im Netz aktiv, sie vergleichen Bilder, sie sehen, dass es Videos
dass Filmsequenzen, die in eine Nachrichtensendung gekommen sind, schon Jahre alt waren und aus ganz anderen Kontexten stammen. Das wird dann auch entsprechend montiert und das wird über die sozialen Netzwerke verbreitet. Es gibt da so eine Community. Da gibt es natürlich auch den einen oder anderen tatsächlich Verschwörungstheoretiker dabei, der dann, wo man dann von Gleichschaltung der Medien und alle so in eine Richtung und gelenkt von wem auch immer spricht. Aber ich habe den Eindruck, der Begriff Verschwörungstheoretiker, den sollte man sich auch noch mal genau anschauen, in welcher Funktion der inzwischen verwendet wird. Ich habe den Eindruck, der ist extrem journalismusfeindlich. Er verhindert eigentlich jegliche kritische Recherche. Weil ich kann ja erst nach der Recherche wissen, ob irgendeine Verschwörung vorlag oder nicht. Aber wenn man bestimmte kritische Fragen stellt, ist man eigentlich sehr schnell, wenn sie stören, sozusagen die Mächtigen im Diskurs stören, dann wird man sehr schnell als Verschwörungstheoretiker diffamiert. Und das verhindert ja im Grunde genommen das, was die Uraufgabe des Journalismus ist, nämlich die Recherche. Ein Teil Ihrer Arbeit beim Institut für Medienverantwortung ist ja auch die Publikation solcher wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit Medien auseinandersetzen. Die Arbeit von Frau Zwingli haben Sie veröffentlicht. Was erhoffen Sie sich dadurch, dass das auch von den Medien gelesen wird, von den Vertretern, von Süddeutscher Zeitung und FAZ? Haben Sie hier vielleicht sogar eine Rückmeldung bekommen? Wir bekommen indirekte Rückmeldungen, indem man merkt, dass die Arbeit erwähnt wird und wahrgenommen wurde. Sehr ungern zitiert man uns, stellen wir immer wieder fest. Das Institut für Medienverantwortung ist ja mit dem Anspruch angetreten, damals nicht großartig bahnbrechende neue Wissenschaft zu betreiben, sondern eigentlich die vorhandenen Ergebnisse in die öffentliche Debatte zu bringen. Also eine Art Übersetzungsfunktion raus aus dem Elfenbeinturm hinein in die öffentliche Debatte. Und genau das tun wir, wenn wir solche Arbeiten veröffentlichen, die ansonsten ja untergehen würden, in irgendeiner Bibliothek vor sich hinschmoren. Da kann man dann drauf zugreifen. Wir haben vielleicht noch nicht die optimalsten Wege gefunden, das dann auch mitzuteilen, dass es diese Dinge gibt. Aber die Arbeit von Frau Zwingli ist ein gutes Beispiel dafür, dass wenn auch ein Thema gerade wichtig ist und man merkt, das ist relevant dafür, dass dann solche Arbeiten auch wahrgenommen werden. Und es ist für heutige Zeit ja ein sehr langer Text. Man sagt immer, Leute lesen so lange Texte gar nicht. Aber ich merke so bei bestimmten Rückmeldungen und Rückfragen, dass der Text doch gelesen wird und dass viele Menschen doch nach mehr suchen als nur mal so einem schnellen Posting auf Facebook. Frau Schäfer, herzlichen Dank fürs Interview. Gerne.